Wenn dein Hund vielleicht nach vorne geht und Menschen anbellt, weil er Menschen nicht traut, vertraut er dir nicht. Das sind so Sätze, die Menschen immer wieder hören, die sie lesen. Du gibst ihnen nicht Sicherheit. Dein Hund kann dir nicht vertrauen, deswegen entscheidet er sich, nach vorne zu gehen. Und das ist ein mächtiger Satz. Ich hatte mit einem Kunden ein Gespräch, der mir das genauso gesagt hat, dass ein Trainer ihm das gesagt hat. Er hat eine sehr unsichere Hündin, die nicht so gute Erfahrungen mit Menschen gemacht hat. Und jetzt zu dem aktuellen Stand, Finny, kannst los. Und jetzt zu dem aktuellen Stand oft Menschen anbellt. Gerade in Situationen, wenn man jetzt stehen bleibt, sich unterhalten will, geht sie oft nach vorne. Aber gänzlich ist sie sehr, sehr unsicher und mag Menschen jetzt nicht so. Einfach, weil sie mangelnde Erfahrung zum Beispiel hat. Und dann sagt man ja ganz oft, naja, dein Hund vertraut dir nicht, sonst würde er das nicht tun. Und ich finde, dass das absoluter Quatsch ist und möchte dir da jetzt auch so ein bisschen was mitgeben. Weil wenn du das schon mal gehört hast, wenn dir jemand diesen Satz entgegengeworfen hat, tut das weh. Es tut weh, wenn der eigene Hund einem nicht vertraut. Wo fange ich an? Erstmal streich dir das aus deinem Kopf. Ich werde dir jetzt ein paar Sachen erklären, wie dein Hund dir zeigt, dass er dir zum Beispiel vertraut und dass du in solchen Situationen sowas nicht denken musst, weil es war mit diesen Coaching-Kunden von uns, mit denen ich im Zoom-Call gesprochen habe, auch so, dass ihn das beschäftigt, schon seit Monaten, und er einfach nicht weiß, was er machen soll. Lass uns bei der Situation stehen bleiben, der Hund löst aus und geht nach vorne, weil er Menschen jetzt nicht mag. Also das ist jetzt nicht so, dass er beißen will, sondern er bellt dann und springt rum und so weiter und so fort. Das hat jetzt in dem Sinne nicht so viel damit zu tun, dass er dir nicht vertraut. Du kannst nämlich an einigen Punkten festmachen, dass dein Hund dir vertraut. Frag dich mal zum Beispiel, wenn du nach Hause kommst, freut er sich dann? Also kommt er dir entgegen, freut sich, hat gerne ja, deine Zuneigung, fordert das auch so ein bisschen ein, dass du ihn mal streichelst und Hallo sagst. Zweitens ist es so, dass du deinen Hund zum Beispiel einfach zu dir holen kannst. Finja kam ja auch zu uns mit sehr viel Misstrauen. Ne? Finja, komm mal her. Und wenn ich jetzt zu ihr hingehe, kann ich sie anfassen, streicheln und so weiter. Und das würde sie nicht tun, wenn sie mir jetzt nicht schon Vertrauen entgegenbringt. Ja. Also kannst du deinen Hund einfach zu dir holen, anfassen, mal am Ohr anfassen, also einfach so Sachen putzen und so weiter und so fort. Wenn ja, dann vertraut dein Hund dir. Hört dein Hund zum Beispiel auf Kommandos? Also das bedeutet, können wir jetzt noch einmal zum Beispiel so, Finja, sehr gut, sie kommt zu mir, sie hört, ja, Alice, du auch, prima, ja, und zack, haben wir hier schon wieder ein Zeichen von Vertrauen. Warum? Weil sie es tun. Sie tun es und kommen in meinen Bereich, ich kann mich über sie beugen und so weiter. Wenn du das kannst, hey, dann vertraut dein Hund dir. Nehmen wir eine andere Sache zum Beispiel. Wenn du mit deinem Hund unterwegs bist und du lässt ihn an der Schleppleine laufen oder vielleicht sogar im Freilauf, wenn es der Gesetzgeberrat hergibt, und er rennt nicht weg und er bleibt irgendwie in deiner Nähe. Und wenn du an einer Kreuzung links oder rechts gehst, kommt er sogar hinterher. Auch wieder ein Zeichen davon, dass dein Hund dir vertraut. Du darfst nicht eine Situation, wo dein Hund vielleicht jetzt was anderes macht als das, was du dir wünschst, nicht gleich davon ausgehen, dass er dir nicht vertraut. Das ist Bullshit und das ist unfair und das ist einfach so. Wir haben halt nun mal instinktive Lebewesen vor uns, die aus Erfahrung auch, ich sage jetzt mal, Entscheidungen treffen, und das ist vollkommen okay. Das ist doch bei dir vielleicht auch so. Vielleicht hast du einen besten Freund oder deine Partnerin, der du sehr, sehr stark vertraust. Aber wenn jetzt ein Erdbeben kommt, wenn jetzt plötzlich Menschen kommen, die dich verdroschen wollen, oder weiß der Geier, irgendwas, was ganz gruselig ist, was in dir Instinkte weckt und du irgendwie ums Überleben kämpfen willst oder wen fernhalten willst, machst du es vielleicht auch einfach aus dir raus und vertraust in dem Moment deinen Gegenüber nicht. Das ist, um es kurz zu fassen, situationsbedingt und mach dich nicht fertig. Du musst in dieser Situation einfach viele Sachen überdenken. Führst du deinen Hund regelmäßig richtig? Sorgst du viel für Sicherheit? Also was bedeutet das, dass du nicht ständig zum Beispiel, wenn dein Hund fremde Menschen nicht mag, ständig irgendwo hingehst, ohne einen Plan? Ja, dann kommt nämlich so ein Kram, dass du halt einfach Blödsinn machst. Aber Vertrauen tut er dir trotzdem. Er vertraut dir, nur in dieser Situation noch nicht. Und das kann man trainieren, das kann man systematisch angehen, das kann man lösen. Dafür muss man aber richtig denken und vor allen Dingen jemanden an seiner Seite haben, der nicht so einen Quark erzählt und sagt, dein Hund vertraut dir nicht. Weil so ein Satz tut weh.
Und das ist nicht richtig. Und da appelliere ich auch an viele Trainer da draußen oder an Leute, die glauben, dass sie so von Hunden etwas verstehen und anderen etwas mitgeben. Hört auf, Menschen einfach so eine Pauschalsachen gegen den Kopf zu schmeißen. Ja, du musst mehr Sicherheit vermitteln. Ja, du musst selbstbewusster sein. Ja, dein Hund vertraut dir nicht. Ja, deine Bindung ist schlecht. So redet man nicht. Das macht man nicht, weil das ist viel krasser, was da bei dem Kunden ankommt, als das, was du vielleicht meinst. Du musst einfach bessere Sätze finden, wie dein Hund zeigt systematische Verhaltensketten bei fremden Menschen, weil er zum Beispiel mangelnde Erfahrung hat, eine schlechte Erfahrung hat und in dem Moment nicht weiß, wie er sich benehmen soll und nicht nach links und rechts guckt und du hast noch nicht gelernt, in dieser Situation vernünftig umzugehen. Aber kein Vertrauen ist Blödsinn. www.hundetrainer-stevekeil.de. Ich freue mich und guckt mal da. Finny spielt. Aber das ist vielleicht gleich zu viel. Nee, doch nicht. Alice hat doch Lust. Wie süß. Und wenn es zu viel wird, dann sage ich natürlich, Finja, hör auf. Aber das gefällt mir. Das ist gut. Bis dahin.